Das hier ist unser Granulat und hieraus entsteht der Leostein. Darfst du gerne mal anfassen, wenn du möchtest? Kann man sich noch nicht so ganz vorstellen, dass aus diesen Krümeln hier gleich ein Leostein entstehen wird. Wenn ihr da drüben in die Säulen schaut, da seht ihr noch das Gelbe, das Grüne und auch das Blaue Granulat. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten unsere Produktion, ne? Und du wirfst mal die erste Maschine an. Schau mal, einmal hier den großen schwarzen Knopf drücken, bitte. Voilà, da ist sie an. Das hier ist unser Mixer. Und hier könnt ihr sehen, wie das Granulat erstmal ordentlich durchmischt wird, aufgelockert, sodass kein Klumpen entsteht. Und anschließend wandert das Granulat hier durch die Rohre durch, kommt durch alle Schritt wieder mit rüber. Genau, da sieht man es nämlich nochmal genau. Hier wandert das gelbe Granulat durch, das Rohr durch und anschließend dort hinein in unseren Schmelzofen. Was in dem Ofen passiert, das zeigt euch mein Kollege, der Johnny, da oben auf dem Bildschirm. Da ist er schon flüssig. Der füllt das Granulat in den Ofen hinein und es wird so stark erhitzt, dass es anfängt zu schmelzen. Es wird flüssig. Habt ihr gesehen, ne? Und dann genau dieses flüssige Granulat brauchen wir auch. Deswegen darfst du mal hier unseren Schmelzofen anwerfen, den großen Ofen. Dankeschön. Ja, da ist er an. Hier haben wir in unserem Schmelzofen einen ganz besonderen Ofen. Und der ist sehr, sehr heiß. Bis zu 180 Grad wird er warm. Das kann man hier an unserem Zischografen immer sehr gut ablesen. Ja, und wenn der seine Arbeit tut, was wir hoffen, dann haben wir jetzt am Ende das flüssige Granulat, genauso wie der Tommy. Und das fließt hier über die Rohre in unsere nächste Maschine hinein. Genau, kommt wieder alle mit rum, die Kleinen nach vorne. Ganz wichtige Maschine. Hast du verstanden? Dankeschön. Hier passiert jetzt Folgendes. Die Flüssigkeit fließt hier in den Schlauch und in diese Spritzpistole. Und jetzt wird die Flüssigkeit mit ganz, ganz viel Druck unten in unsere Lego-Formen hineingepresst. Die Formen werden jetzt abgekühlt, die Lego-Steine herausgenommen. Und schaut mal da, da sehen wir die erste Form der Steine. Sehen eigentlich schon fertig aus, ne? Die sind sie aber noch nicht. Da fehlt noch was ganz Wichtiges. Und das bekommen wir hier. Genau, darfst du ruhig mal auf die Stufe raufgehen. Perfekt, super. Hier sehen wir jetzt die fast fertigen Lego-Steine. Die laufen über das Laufband hier in unseren Stempler hinein. Da bekommen sie ihren allerletzten Schliff. Nämlich unser Lego-Fabrikstempel von 2008. Könnt ihr hier sehen, ne? Gucken ganz gut, so können wir nicht wissen, der wurde hier hergestellt. So hat es ja in Ordnung, ne? So, da geht's. Ja, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann haben wir jetzt hier unser, beziehungsweise dein Deckel